und Schraube durch. Seht ihr? Kein großer Aufwand. Lenkungsdämpfer ist immer noch drin. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Cobalt Landy. Wer mir auf Instagram folgt, hat mitbekommen, dass ich ein so großes Paket geschickt bekommen habe von OX Solutions. Was war drin? Ein Unterfahrschutz und LED-Scheinwerfer. Warum LED-Scheinwerfer? Ganz einfach, wir haben ringsrum um den Defender überall LED-Leuchten. Und damit das Ganze jetzt ein stimmiges Bild gibt, haben wir jetzt noch die Frontscheinwerfer gefehlt. Und nach ein bisschen Vergleichen haben wir gesagt, wir nehmen die von OX. Bei Preis-Leistung stimmt da einfach. Vorweg, das ist kein Werbevideo für OX. Die Produkte haben wir alle selber gekauft. Wir haben bei den Scheinwerfern verglichen. Die hochklassigen, hochpreisigen und die sportgünstigen. Sportgünstig ist für uns komplett rausgefallen. Wir haben mittelpreisige genommen. Und um das Ganze mal ein bisschen abzuwägen, ob LED-Scheinwerfer oder nicht. Klar, die Lichtausbeute ist wesentlich höher. Hat aber auf der anderen Seite den Nachteil, die Scheinwerfer werden nicht so warm wie die normalen Scheinwerfer. Was dann dazu führt, dass es im Winter zu Vereisungen kommen kann. Die ganz teuren, hochklassigen Scheinwerfer haben natürlich Heizspiralen vorne drin, damit das halt eben nicht passiert. Wir haben uns jetzt für ein mittelpreisiges Produkt entschieden, weil wir einfach sagen, das reicht uns vollkommen aus. Das ist Schritt 1. Das wird auch ganz schnell gehen. Plug and Play. Alte Scheinwerfer raus, neue Scheinwerfer rein. Was jetzt ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, ist der Unterfahrschutz. Der Unterfahrschutz ist auch von OX Solutions. Auf dem Markt gibt es eine richtige Bandbreite. Wir haben uns für die entschieden, weil uns halt einfach das Design zugesagt hat. Er ist dreiteilig. Das heißt, wir können im Frontbereich dann noch arbeiten, wenn Arbeiten anfangen sollten. Für den Unterfahrschutz gibt es verschiedene Gründe, wieso man sich ihn drunter machen sollte oder ihn weglassen sollte. Weglassen sollte man ihn vielleicht, wenn man auf das Gewicht guckt. Wir arbeiten hier mit einer 6 mm starken Stahlplatte, die natürlich ein ordentliches Gewicht mit sich mitbringt. Fürs Dranschrauben haben wir uns aber dennoch entschieden, da wir im Schwedenurlaub zweimal aufgesessen sind mit dem Frontbereich und mir jetzt auch meine Werkstatt dazu geraten hat, ein bisschen was im Frontbereich zu unternehmen, was den Schutz angeht. Und zum anderen sieht es vor der Eisdiele richtig hübsch aus. Ja, bevor der Baulärm im Hintergrund noch schlimmer wird, würde ich sagen, fangen wir mal an. Packen wir aus und packen es an. Los geht's. So, zur Vorbereitung müssen wir die alten Bergeösen entfernen. Das ist einmal die Schraube hier vorne mit dem Schäkel, genauso wie auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite befindet sich dann eine Buchse, wo wir eine Schraube durchschieben können, die mitgeliefert worden ist. Auf der Fahrerseite müssen wir zunächst von diesem Stab die Schraube hier oben lösen. Dann wird das Halteblech drangehoben, drangeschraubt und ich muss die alte Schraube wieder verwenden. Also deswegen heißt es für mich da ein bisschen vorsichtiger und nicht mit roher Gewalt arbeiten. Ja, im Grunde sitzen hier links und rechts dann zwei Halter und die Unterfahrschutzplatte wird dann nur noch dagegen geschraubt. Ja, wie ich anfangs schon erklärt hatte, ist es hier dreiteilig, um in dem Frontbereich anschließend noch arbeiten zu können. Arbeiten zu können heißt für uns, wir nehmen die Platte weg, die Halter bleiben dran und wir können diesen gesamten Bereich bearbeiten, wenn es sein muss. Also im Grunde geht es darum, den kompletten Lenkapparat zu schützen. Ja. Also holen wir das Zeugs ran, holen das Werkzeug und dann geht's los.
Also Vorbereitung ist das A und O. Ich hatte die Schrauben im Vorfeld schon mit WD-40 eingesprüht gehabt. Dadurch ging jetzt alles richtig leicht runter. Die erste Halteplatte ist schon in Position. Jetzt heißt es nur noch mit der vorhandenen Schraube und mit der neuen Schraube festschrauben. Das gleiche dann auf der anderen Seite und von unten dann anschließend das große Blech dagegen schrauben. Also weiter geht's. So, das Halteblech auf der Beifahrerseite ist viel einfacher anzubringen, weil wir da nur im Vorfeld eine Schraube haben entfernen müssen. Was viele andere Hersteller haben, das Problem ist, dass man den Lenkungsdämpfer aufbauen muss an der Stelle. Wir müssen das nicht, weil die Aussparung vom Halteblech genau so gewählt ist, dass wir mit dem oberen Schäkel, also mit dem Schäkel, direkt über dem Lenkungsdämpfer durchkommen. So. Schraube durch. Und ja, komm. Und Schraube durch. Seht ihr? Kein großer Aufwand. Lenkungsdämpfer ist immer noch drin. So, und jetzt wieder alles festschrauben. Also 8 mm Stahl sind dran. Jetzt geht's mit den Scheinwerfern weiter, somit eine Etage höher. Und los geht's. Das sind die neuen, das sind die alten. Man sieht richtig schön den Unterschied. Was wir jetzt machen müssen, ist der Halterahmen von den alten auf die neuen draufsetzen. Ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das mal ein bisschen sauber gemacht und vielleicht neu lackiert. Aber das werden wir vielleicht höchstwahrscheinlich in dem Zuge machen, wie wir die Abdeckung dann neu lackieren, weil die sehen auch schon wieder alt und chaps aus. Aber erster Schritt erstmal Umbau der Halteplatte. Hallöchen! Und jetzt dunkel, damit wir hier.